Hallo, ich bin Jani, herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist heute dran die Pinkbox von dem Monat Februar. Ja, ne? Und so sieht sie aus. Sie sieht aus wie ein riesengroßer Liebesbrief, ne? Und die wird ja auch so ein bisschen drauf angelehnt sein auf den Valentinstag, den wir bald haben am 14. Februar. Das ist für mich ein Tag wie jeder andere auch. Also ich zelebriere den nicht so. Auch selbst wenn ich eine Beziehung hätte, das ist für mich, weiß ich nicht, ein Tag wie jeder andere auch. Ich muss den Tag nicht haben. Und das habe ich jetzt nicht nur als Single, sondern wirklich auch wenn ich jemanden hätte. Wenn ich jemanden habe oder die, die ich lieb habe, kann ich denen das auch jeden Tag sagen. Ne? Und nicht nur an einem bestimmten Tag. Deswegen mache ich mir aus dem Tag nicht viel. Aber schön gemacht, ne? Und Pinkbox ist ja jetzt so, die haben ein bisschen was neu gemacht, die haben die Box größer gemacht, damit auch Sachen, die größer sind, reinpassen. Weil vorher war das ja so, die lag denn daneben im Karton, ne? Und ich bin gespannt, was wir drin haben. Ich habe die im Monatsabo, nee Quatsch, im Jahresabo für 13,45 Euro, ne? Ja, und ich bin sehr gespannt. Das ist eine Geschichte, die ich hier so treibe. Ich öffne sehr gerne Beautyboxen. Hab Boxen im Abo, Goodiebox, Glossybox, Degusta-Box, Beauty für die innere Seele, ne? Habe ich noch eine Box? Goodiebox, Glossybox, ja, die Pinkbox, ne? Und das reicht mir auch erstmal wieder. Vielleicht irgendwann nochmal eine dazu, aber das reicht mir jetzt erstmal. Und ja, die hatte ich schon mal gehabt. Zwischendurch hat es mir nicht gefallen, habe ich deabonniert. Jetzt habe ich sie wieder mir neu abonniert. Und ich finde das jetzt besser so, dass es keine olle Zeitung mehr dazu gibt, ne? Finde ich halt besser. Und ich würde sagen, wir schauen dann jetzt mal rein. Ach ja, ich wollte eigentlich abonnieren dieses Kanälchen. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Hier oben in den Infokarten siehst du dann 5 Stück durchlaufen, ne? Was ich hier noch so treibe. Und ja, ne, und aktuell, ne, und Videovorschlag zum Schluss, da zeige ich dir auch noch, was ich hier noch so mache, mein Gott. Ey. Und ich würde sagen, wir packen jetzt das gute Stück mal aus, ne? Schön, schön. So, den Deckel stell dich mal hier hin, steht nichts drin. Früher stand immer mal drin, du bist schön. So, genau, stellen wir mal da hin. Und ist immer so ein Papier drum, ne? Send with love steht oben. Und ja, den Klebi kriege ich immer. Naja, das Papier geht immer bei mir kaputt. So. Eieieiei. Da haben wir. Oh, bin ich hier kleben geblieben. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir mal rein. Hier haben wir Heftchen dazu, ne? Dann kann ich nämlich ansagen, was die Produkte so kosten. Das mache ich dann aber zum Schluss. Ich zeige erstmal, was drin ist, ne? Und wenn dich das halt nicht mehr interessiert, was die Produkte so kosten und was den Text vorlese, kannst du ja den ausmachen, ne? Dann haben wir hier, okay, ein Gutscheinheft. Mhm. Oh, guck mal, hier haben wir Postkarten. Oh, guck mal, sind die nicht schön? Love Letter, Send with Love. Sehr schön, ne? Also, mal gucken. Ich habe ja... Nee, momentan nicht. Aber wenn ich so Gewinnspiele habe, ne, kommen die denn hier so mit rein in die Päckchen? Genau, das werde ich so machen. Schön zum Gewinnspiel verschicken. Immer einen kleinen Text dazu schreiben. Ich habe immer gerne beim Gewinnspiel immer eine Karte dazu gelegt, bisschen was dazu geschrieben. Aber in letzter Zeit habe ich das nicht mehr gemacht, Leute. Weil, ja, ich weiß nicht, ne, weil irgendwie, keine Ahnung. So. Und guck mal, hier sind die Sachen drin. Oh, ich sehe schon Naschi, Naschi, Naschi. Das ist ja wieder genau das Richtige für meine Hüften, da ich ja auch schon wieder ganz schön zugenommen habe, ne? So, mal das Gruselpapier hier abmachen. So. Von Parsa haben wir wieder mal was von Parsa. Eine Nagelschere. Oh, sehr schön. Ich habe zwar eine Nagelschere da, aber ich meine, noch eine zweite kann man ja immer gut gebrauchen für den Fall der Fälle, falls man die andere hops geht oder eine liegt dann in der Wohnstube unterm Tisch. Natürlich nicht so auf dem Tisch, ne? Aber so unterm Wohnstubentisch ist man mal zwischendurch. Ich benutze ja selten Nagelscheren. Ich benutze die ja sowas nur für meine Zehennägel und das mache ich halt im Bad. Gut, in der Wohnstube meistens nicht unbedingt, wenn ich meine Zehennägel schneide. Weil Fingernägel, die brechen von alleine ab. Da brauche ich die nicht schneiden. Die tue ich mir dann einfach nur zurecht.
feilen, ne? So, dann haben wir hier Beauty Sweeties Schmetterlinge. Das sind so Fruchtgummischmetterlinge mit 17% Fruchtsaft und 4% Fruchtstücken. Vegan, glutenfrei, fettfrei, laktosefrei. Mega geil. Aber Zucker haben sie trotzdem Haufen. Und gerade so Zucker ist das Schlimme, ne? Kohlenhydrate und Zucker. Ja, ist ja gut und schön, dass sie glutenfettfrei und laktosefrei sind, aber Zucker haben die jede Menge. Ja, aber trotzdem, die werde ich trotzdem essen. Und da hat man einmal 6 fruchtige Sorten, Zitrone, Orange, Himbeere, Erdbeer, Apfel, Birne. Oh ja, da bin ich sehr gespannt, wie die schmecken. 125 Gramm ist auch eine relativ große Tüte, ne? So, wir gehen weiter. Hier haben wir, oh, das ist hier alles so schön versteckt. Ich muss hier richtig dolle, oh, was ist das denn? Oh, Betty Barclay, eine Cremedusche Dream Away 75 ml. Oh, mega geil. Guckt euch mal dieses süße Packaging an mit der Wolke, ne? Oh, müssen wir doch gleich mal, ich mache jetzt trocken duschen. So. Oh ja, so wie es riecht, ne? Oh, schön. Natürlich, ne? Valentinstag, ne? Bevor man sich mit Hasi, Schatzi, Mause, Pupsi trifft. Ne? Oder man ein Date hat. Oh, jetzt sehe ich hier. Oh, das riecht gut. Natürlich schön duschen, ne? Mit einem wohlduftenden Duschschaum. Sich natürlich die Zähne schneiden, ne? Die müssen ja auch tippitoppi aussehen. Ja, weiß ich nicht. Beauty Sweeties kann man ja zusammen vernaschen als Nachtisch. Ne? So. Oh, das riecht mega gut. Schön, da freue ich mich. Das Packaging ist schon schön, ne? Also das ist sehr dekorativ ins Bad gestellt. Kommt das gut an? So, ne? Habe ich das jetzt gut gesagt? Nee. Soll halt Feuchtigkeitsbalance und ein verwöhnendes Duscherlebnis sein. Welches Hautgefühl? Okay, so. Dann haben wir hier mal wieder Shampoo von Boule. You made my hair day. Okay, Shampoo für strapaziertes Haar. Ich denke, das wird weiter wandern, weil ich habe meine Shampoo-Sachen so da, die ich benutzen möchte und was ich gerne ausprobieren möchte. Dann kommt das mal, wird das mal weiter wandern, ne? Aber es riecht doch einen schönen Duft, muss ich sagen. Es riecht doch irgendwie nach Beere, beerig. Ach mein Gott. Love Speech Edition. Dann gucken wir ins Heft rein. Ja, einfach nur ein Shampoo, ne? Und das soll halt langanhaltend kräftiges Haar voller Lebendigkeit und Glanz. Dann soll pflegestrapaziertes, glanzloses Haar ohne zu beschweren, belebt mit einem aktivierenden, sinnlichen Duft, optimale Pflegeergänzung. Genau, soll man die Energy Hair Repair Conditioner nehmen? Ja, mega. Ne? Also es ist auch eine Originalgröße, 250 ml. Ne? So, muss mich hier richtig, hier ist ganz viel Kuschelpapier drin. Aber ich komme auch schon zum vorletzten Produkt, was Sneak Peek von Essie, ein Nagellack. Schöne Farbe, ne? Also ich muss mal gucken, das ist die Farbe 579, Farbbezeichnung steht nur die Nummer. Wie die Farbe heißt, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt auch kein richtiges Rot. Das ist mehr so ein Nude-Rot, sag ich jetzt mal. Was ist das für eine Farbe? Ich muss mal gucken, ob ich den schon da habe. So ähnlich, also in so ähnlich, ne? Und wenn ich den schon da habe, wird der wirklich mal weiter wandern. Weil sonst, ja, ich habe so viel Nagellacke. Aber eine schöne Farbe. Ist mal nicht so ein auffälliges Rot, ne? Das ist mal so ein bisschen anderes Rot. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten. Ja, hier mehr Kuschelpapier wie alles andere, aber es ist nicht schlimm. So, haben wir von Colac Metallic Shine Lipstick. Ei, 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 ei. Schon diese goldene Umverpackung, ne? Oh, mega. 4,3 Gramm Colac. Die Marke sagt mir überhaupt gar nichts, Leute. Also muss ich jetzt mal. Guckt euch das mal an. Die sehen ja so ein bisschen aus wie die Yves Saint Laurent Lippenstifte, ne? Also ist schon sehr ähnlich vom Packaging her. Aber das ist schon wieder so meine Welt, ne?
guck mal, der ist so schön. Passt sogar zum Nagellack. Seht ihr das? Passend zum Nagellack. Mega. Also riecht nach nichts. Weil manche Lippenstifte riechen ja und dann hat man ja auch eingestanzt, ne? Also auch wenn ich die Farbe vielleicht mehr wie genug da habe, aber schon alleine. Und das ist magnetisch, ne? Guck mal. Zack. Oh, mega geil. Also wie gesagt, ich habe genug Lippenstifte da und ich habe auch genug. Ach, das ist die Farbe Hip und Hibby. Ja, das steht hier um. Hip und Hibby. Aber der muss einfach bei mir bleiben, ne? Ein Swatchen war. Geswatcht ist jetzt geswatcht und der bleibt bei mir. Oh, der ist schön. Der hat irgendwas Glänzendes mit drin. Guck mal. Naja, steht ja, glaube ich, auch oben, ne? Ja, Metallic Shine Lipstick. Ja. Oder? Der bleibt. Weil ich mache ja immer so Beauty-Boxen Full Face. Allerdings nicht von jedem Monat, was immer rückwirkend drin war, sondern auch von Adventskalendern. Teste ich halt gerne so Produkte aus, so Teschminki. Und dann drehe ich ein Video darüber und dann kommt der mal mit rein. Oh, ist der schön. Oh, das ist mein Highlight-Produkt, ne, aus dieser Box. Also, was sage ich zum Inhalt? Mega geil, ne? Also, bis auf das Shampoo und den Nagellack muss ich nochmal gucken, ob ich den schon da habe. Ansonsten bleibt das alles bei mir, ne? Also, so, der Lippenstift ist schön. Okay. Gibt es ja immer noch einen Text dazu, wenn dich das jetzt nicht mehr interessiert und ich sage die Preise an, kannst du vorspulen oder machst du ganz aus, ne? Liebe Pink Lady, die neue Pink Box ist eine Liebeserklärung an dich selbst. Oh ja. Du bist perfekt, jede Menge, was? Du bist perfekt. Ausrufezeichen. Jede Menge Pink Lady, was? Nein, nicht jede Menge. Oh nee. Jede Pink Lady ist auf ihre eigene Art und Weise vollkommen. Denn sie zeigt Größe und beweist Mut, weiß, was sie braucht und hört in sich hinein. Das ist doch Anlass genug, dir einfach mal selbst eine Liebeserklärung zu machen oder dir zu danken und stolz auf dich zu sein, selbst den Rücken zu stärken und dich nicht zu verstecken, dich zu verwöhnen und das als selbstverständlich zu sehen, dich zu lieben und zu akzeptieren. Mit unserer neuen Pink Box Love Letter kannst du dir genau das täglich bewusst machen, denn sie ist eine wahrhaftige Liebesbotschaft mit sinnlichen Düften, geschmeidigen Texturen, glänzenden Farben und süßen Statements. Beweist sie dir, wie toll du bist. Oh, schön. Das hast du dir verdient. Love is in the air. Wir wünschen dir viel Spaß beim Entdecken und Testen der Produkte. Dein Pink Box Team. Ja. Sneak Peek war ja Nagellack, hatte ich ja schon mal gesagt. Das ist Highlight der Box. Und jeder hat eine andere Farbe drin, ne? Also das variiert, alternativ, ne? Und so weiter und so fort. Würde 7,95 kosten. Okay, aber ist das Rot, was hier abgebildet ist? Also man kann entweder braun, rosa oder nude. Ja, es ist das Rot, glaube ich, ja. Ja, muss ich wirklich mal gucken, ob ich schon da bin. Ja, 7,95 kennt man eigentlich, ne? Von Essie. Und ja. Eine Farbe in deiner Box. Genau. Ne? Also, andere könnten haben auch eine andere Farbe drin. Ne? Das heißt jetzt nicht, wenn du die hast, dass du da die gleiche Farbe drin hast. Oh. Dann kommen wir zu dem Metallic Shine Lipstick. Zu dem hier. Ne? Da gibt es auch verschiedene Farben. Ach, na, guck mal einer an. Oh. Also, wie gesagt, ne? Auch nicht schlecht. Also, so viel verschiedene Farben. Ne? Also ich bin recht zufrieden mit meiner Farbe. Ich finde die schön. Aber die anderen sehen auch schön aus, ne? Also der kostet 9,99 €. Ja. Und da hat man auch einen Code dazu. Könnte man sich dann auch nachbestellen, wenn man will. Oder eine andere Farbe. Ja, ne? Okay. Steht noch irgendwas? Nö, steht nichts dabei. Also ich denke mal, der wird dann auch nicht kussecht sein oder langdauernd halten oder so. Aber schöner Lippenstift. Dann kommen wir zu dem Betty Barclay Duschgel. Gut, das ist nur eine Probegröße. Ne? Das ist nur eine Probegröße. Und die Originalgröße würde 10,75 € kosten. So steht das hier. Ne? Aber wie gesagt, wir haben hier nur. Aha, ich wusste, warum das.
warum mir der Duft gefällt, wisst ihr, was nämlich drin ist? Ein feminin verspieltes Bouquet aus Veilchen und Jasmin, das klingt schon mal gut, veredelt durch fruchtigen Pfirsich, trifft in diesen samtigen Komposition auf Mandarine, Apfel und Artemisia, kenne ich nicht. So wie ein umhüllend warmes Trio aus Moschus, Vanille und Patchouli. Ja, das ist jetzt nicht so meins. Moschus und Patchouli ist jetzt nicht so meins, aber alles andere. Ja, aber ich finde, habe ich denn das gemacht? Riecht trotzdem gut, ne? Schön. Also Originalgröße 275. Ist eigentlich nur für ein Duschgel eine ordentliche Hausnummer, ne? Dann kommen wir zur Nagelschere. Ich habe blau drin, andere haben rosa drin, ne? Und die kostet 5,99 Euro. Das Shampoo kostet 3,99 Euro. Ne? Ja, das, was man eigentlich schon so weiß von Google. Ne? Genau. So. Und vegane Fruchtgummischmetterlinge. Aha, das ist das Goodie. Oh, guckt mal einer an. Das ist das Goodie. Und die würden 1,99 Euro kosten. Genau. Das ist jetzt das Goodie. Früher war immer so ein Heft mit drin, eine Zeitung mit drin. Eine Zeitschrift, ne? Und jetzt haben sie als Goodie halt mal Masken drin. Oder halt Gummibärchen. Da freue ich mich doch sehr. Ja, und das war's auch schon, ihr Lieben. Genau. Sneak Peek für die nächste Box ist, glaube ich, nie drin in der Glossy Box. Glossy Box. Pink Box. Nö. Und lasst uns anfangen, Selbstliebe zu lieben. Hast du so einen Text dazu? Dann hast du ja einen Liebesbrief an dich selbst, kannst du schreiben. Naja, gut, das werde ich jetzt nun nicht machen, ne? Also, ich finde die Box gut, gut gelungen. Ja, Lippenstift ist so meins, der bleibt auf jeden Fall Duschgel, ne? Shampoo brauche ich jetzt nicht, die Nagelschere brauche ich jetzt auch nicht, aber ich werde die trotzdem für mich behalten. Die Gummibärchen werde ich natürlich safe für mich behalten, ne? Nagellack, wie gesagt, da muss ich nochmal gucken. Aber ich finde den Inhalt gut. Mir gefällt der richtig gut, ne? Ja, kann ich jetzt nichts gegen sagen. Nö, also bis auf das Shampoo. Das hätte jetzt nicht nochmal sein müssen, ne? Die haben ja Haufen Ghoul-Geschichten hier in letzter Zeit drin gehabt. Oder Shampoos oder Haarpflegeprodukte war jetzt in den vergangenen immer mit drin. Ja, gut, ne? Ja, okay. Und ansonsten war es das schon. Hat dir deine Meinung ist gefragt? Kannst du gerne mal deine Meinung in den Kommentaren schreiben? Die du auch gut findest, ne? Welche Farbe hattest du von dem Lippenstift und Nagellack? Das würde mich auch mal interessieren, ne? Genau. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, darfst du mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich dir ein meinen Kanal. Den kannst du völlig kostenlos abonnieren, da würde ich mich richtig drüber freuen. Hier siehst du Playlist von den Pinkboxen, die ich bis jetzt unboxed habe, ne? Hier unten siehst du einen aktuellsten Upload und irgendeinen Videovorschlag. Und ich sage zu Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.